Wenn ein Patient an einem Prostatakarzinom erkrankt ist und schon erfolgreich behandelt wurde, stellt sich für viele die Frage, wie geht es nun weiter? Was passiert bei einem Rezidiv, also wenn der Krebs wiederkommen sollte? Was macht man, wenn der Krebs in den nächsten Jahren streuen sollte? Was es bedeutet, wenn es zu einem Prostatakarzinom-Rezidiv kommt und welche Möglichkeiten bestehen, um es zu behandeln, das erkläre ich Ihnen im folgenden Video. Mein Name ist Kai-Peter Schuster und ich bin Facharzt für Urologie im Westdeutschen Prostatazentrum in der Klinik am Ring. Dieses Video richtet sich an Männer, bei denen ein Prostatakarzinom diagnostiziert wurde und im Anschluss bereits eine Therapie erfolgt ist. Dafür kommt meistens eine innere oder äußere Bestrahlung oder aber eine Operation, die Prostataentfernung, in Frage. Nun ist es das Wichtigste, dass der Patient in einer konsequenten Krebsnachsorge bleibt. Das bedeutet, dass er alle 3 Monate nach Untersuchungen und Laborkontrollen zur PSA-Bestimmung durchführen lassen sollte. Wenn Sie wissen wollen, wie die Nachsorge im Detail funktioniert, dann verweise ich auf das eingeblendete Video. Im Zentrum der Nachsorge steht der PSA-Wert, denn über ihn kann der Urologe einschätzen, ob es zu einem Tumorprogress kommt. Ein Tumorprogress bedeutet das Fortschreiten der Erkrankung, in diesem Fall trotz stattgefundener Therapie. Das umfasst entweder einen Rückfall, also das Wiederkehren des Krebs an Ort und Stelle, das sogenannte Rezidiv, oder eine neu aufgetretene Streuung, eine sogenannte Metastase. Prinzipiell sollte der PSA-Wert nach einer operativen Behandlung nicht mehr nachweisbar sein oder nach einer Bestrahlung deutlich unter 1 liegen. Steigt er aber dennoch an, dann geht man davon aus, dass Prostatazellen bzw. Karzinomzellen wieder aktiv sind und PSA produzieren. In diesem Falle folgen weitere diagnostische Maßnahmen und Bildgebungen. Entweder wird eine CT des Bauchraums und eine Skelettszintigraphie durchgeführt oder besser noch ein PSMA-PET-CT. Das PSMA-PET-CT erfolgt bei den Kollegen aus der Nuklearmedizin und hierbei wird dem Patienten ein radioaktives Kontrastmittel gespritzt, das sich an möglichen Metastasen oder einem Rezidiv anreichert. Metastasen bilden sich beim Prostatakarzinom am ehesten in den Knochen, zum Beispiel den Rippen, der Wirbelsäule oder den Beckenknochen oder aber auch in Lymphknoten. Wenn sie längere Zeit in den Knochen bestehen, dann kann es zu Schmerzen oder im schlimmsten Fall sogar zu Knochenbrüchen kommen. Damit es nicht so weit kommt, können Metastasen in der Regel sehr gut von außen bestrahlt werden. Zeigt sich im PSMA-PET-CT dagegen ein lokales Rezidiv in der Prostataregion, dann ist es oft auch möglich, eine innere Bestrahlung, eine sogenannte HDR-Brachytherapie, anzuwenden. Hierbei kann der Tumor mit hochdosierter und sehr exakter Strahlung und mit wenig Risiko behandelt werden. Entgegen der landläufigen Meinung kann in bestimmten Fällen nach einer Bestrahlung auch operiert werden. In beiden Fällen, ob Rezidiv oder Metastase, kann eine alleinige oder begleitende Hormontherapie zum Einsatz kommen. Das ist eine medikamentöse Therapie, in der zum Beispiel alle 3 Monate eine kleine Spritze gegeben wird. Als Besonderheit ist noch zu erwähnen, wenn als erste Therapie nach der Diagnose des Prostatakarzinoms eine Seed-Implantation, die LDR-Brachytherapie, gewählt wurde. In der anschließenden Nachsorge bei dieser Therapie fällt gelegentlich ein PSA-Anstieg auf. Fachsprachlich heißt das PSA-Bounce. Dieser Anstieg ist aber normal und entsteht durch die Strahlenwirkung auf das Gewebe und bedeutet keinen Tumorprogress. In Einzelfällen kann er sogar bis zu 3 Jahre anhalten und betrifft circa die Hälfte der Männer. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Nachsorge das A und O ist, damit ein Tumorprogress rechtzeitig erkannt werden kann. In diesem Fall gibt es dann immer noch gute Methoden der Bestrahlung, der Hormontherapie oder der Operation, um Rezidive und Metastasen erfolgreich zu behandeln. Sollten Sie also wegen eines Prostatakarzinoms behandelt worden sein und haben nun Fragen zu den Risiken eines Progress,
oder sind bei Ihnen bereits Rezidiv oder Metastase festgestellt worden, dann wenden Sie sich gerne an uns in der Klinik am Ring. Wir freuen uns auf Sie.